Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading, dein Kanal rund ums Thema Charttechnik. Im heutigen Video sprechen wir über den Black Monday, den wir heute an den Märkten gesehen haben. Abverkäufe, wohin man nur geschaut hat. Auch der Kryptomarkt ist extrem kollabiert. Wir schauen uns wie immer die wichtigsten Indikatoren an und gehen dann auf die Indizes-Charts ein und den Bitcoin-Chart. Und danach gibt es eine ausführliche Analyse zur Amazon-Aktie. Bevor wir starten, schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du nämlich den Zugang zum 10x Trading Discord und auch zu unserer Telegram-Gruppe. Dort kannst du dann außerhalb der Videos noch mit der Community Kontakt aufnehmen. Wir beginnen das Video mit dem Blick wieder auf das Fed Watch Tool und da sehen wir jetzt die interessante Veränderung. Gestern hatten wir so einen Fehlprint in dieser Anzeige, da sah es kurz so aus, als wären nur 3% 75 Basispunkte eingepreist, aber das ist jetzt hier die richtige Anzeige und es ist auch nochmal höher als letzten Freitag. Der Markt geht jetzt zu 33 bzw. 34,3% davon aus, dass die Fed am Mittwoch die Zinsen um 75 Basispunkte erhöhen wird. Das tut der Markt, ohne dass sich der Jerome Powell bislang auch nur ansatzweise zu dem Thema geäußert hat. Das heißt, es ist hier reine Antizipation und Angst vor der noch strengeren Zinspolitik, weil die Inflationsdaten am Freitag halt eben zu hoch ausgefallen sind. Wir haben heute Abend ja, wie angesprochen, die Rede von Lyle Brainard. Mal schauen, ob sie sich irgendwie schon zu diesem Thema äußern wird und den Markt hier entweder noch weiter verängstigen wird oder gar beruhigen kann oder ob wir wirklich bis Mittwoch warten müssen. Grundsätzlich hat der Markt jetzt aber hier schon wieder einen gewissen Teil der Arbeit der Fed abgenommen. Wir werden es auch gleich am Zinssatz sehen. Es ist halt alles, hat sich in Stellung gebracht für 75 Basispunkte, was natürlich dann schon auch so ein gewisses Potenzial für eine Erholungsbewegung bietet, wenn es denn dann doch nur in Anführungsstrichen 50 Basispunkte werden und vor allen Dingen, wenn Jerome Powell sich einigermaßen moderat, also nicht zu hawkisch in der Pressekonferenz danach äußern wird. Der Fear and Greed Index im S&P 500 ist jetzt erwartungsgemäß deutlich gefallen. Wir waren gestern noch im Bereich der normalen Angst bei ca. 28. Heute sind wir bei 17. Das heißt, wir haben den Fear and Greed Index jetzt wieder ordentlich in den Bereich der extremen Angst gedrückt. Möchte aber darauf hinweisen, dass wir noch nicht angekommen sind bei den Tiefständen vom Mai. Der Fear and Greed Index war bereits bei 7, ist aktuell wie gesagt bei 17 und die Kurse haben aber bereits tiefere Tiefs erreicht. Das heißt, es ist hier theoretisch durchaus noch Downside-Potenzial, um noch ein bisschen tiefer abzurutschen. Aber wir werden uns das auch gleich in den Charts anschauen, welche Marken da in Frage kommen. Der Crypto Fear and Greed Index steht bei 11, auch im Bereich der extremen Angst, selbstverständlich. Der Bitcoin hat heute um 14% verloren, steht jetzt bei 22.500. Hier sind wirklich alle negativen Dinge, haben hier ineinander gegriffen. Es kamen dann heute auch Meldungen, dass Binance vorübergehend Bitcoin-Auszahlungen aussetzt und so weiter. Also wirklich das ganze breite Band der negativen Meldungen. Eine Exchange namens Celsius ist offensichtlich kollabiert. Das hat natürlich den Kryptomarkt auch nochmal sehr negativ beeinflusst. Also hier wirklich eine absolute Ausnahmesituation aktuell, wirklich Crash-ähnliche Zustände am Kryptomarkt. Schau dir auf jeden Fall das ganze Video an, damit du auch die Bitcoin-Analyse nicht verpasst, denn das ist jetzt wirklich aktuell sehr, sehr entscheidend. Wir kommen zum Zinssatz auf die 10-jährigen Staatsanleihen und sehen hier heute einen massiven Ausbruch über die Zone von 3,25%. Ist heute 5,5% im Plus der Zinssatz, also deutlich erhöht. Der Grund ist ganz klar, der Markt hat jetzt Angst bzw. preist jetzt einfach wirklich hier eine 75er Erhöhung am Mittwoch ein bzw. halt im gesamten Verlauf dieses Erhöhungszyklus preist er halt jetzt eine 25er Erhöhung mehr ein, als er es bisher getan hat. So die neutrale Linie war bisher so der Konsens bei 3%. Dann hatten wir hier Anfang Mai dieses kurze Überschießen, aber dann auch die Korrektur, wo der Markt dann hier runterging auf 2,75%. Das war die Erholungsrallye an den Märkten, die wir zuletzt gesehen haben. Da ging der Markt kurz mal davon aus, dass die Fed doch nicht so hart zulangen muss, aber jetzt wieder seit einigen Tagen und jetzt hier zuletzt, vor allen Dingen seit Freitag, dieser extreme Anstieg. Und wie gesagt, jetzt aktuell preist der Anleihenmarkt hier einen Zinssatz ein von 3,33%. Wir kommen zum S&P 500 und sehen hier, dass der Markt heute Nacht wirklich nicht nur in den Bärenmarkt eingetreten ist. Diese 3857 Punkteschwelle, die ich gestern im Video erwähnt habe, die hat den Markt wirklich hier diesmal nicht interessiert. Anders als noch im Mai, als wir hier wirklich mehrfach schönen Support gefunden hatten, diesmal überhaupt nicht. Wir sind komplett durch und der Markt hat uns hier aktuell noch nicht mal einen Backtest gegeben auf 8-Stunden-Basis. Das heißt, hat wirklich hier absolut steil
durchverkauft. Wir waren heute auch schon am Tagestief bei 3.750 Punkten, also wirklich extreme Abverkäufe. Über 4% war der S&P teilweise im Minus und erholt sich jetzt hier aktuell ein bisschen von 3.750 auf 3.780, also 1% jetzt wieder im Plus von den absoluten Tiefständen. Ich sehe jetzt hier allerdings noch absolut keinen Einstiegspunkt. Das wäre mir jetzt hier viel zu riskant aktuell. Ich würde hier definitiv abwarten, was der Markt macht, denn es kann gut sein, dass wir hier jetzt auch noch eine Rallye bekommen, die ich hier eingezeichnet habe, nämlich an diese Marke zum Bärenmarkt, also an diese Schwelle zum Bärenmarkt, und dass wir die dann wirklich als Widerstand backtesten. Und dann würde ich wirklich auch nochmal mit weiteren Abverkäufen rechnen. Das hier oben wäre dann auch wirklich der Einstieg, wo ich sage, da könnte man sich dann auch wirklich short positionieren, dass man sagt, entweder, dass man sich Putz kauft oder wie man halt das dann machen will über CFDs. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Markt letzten Endes zu shorten. Auf jeden Fall ist eins wichtig, ausstoppen muss man sich aus dem Short wirklich wieder, wenn man hier zurückkommt in oder in den normalen Markt, also wenn man diese Bärenmarktschwelle wieder verlassen würde, weil hier auch noch jetzt ein richtig großes Gap im Endeffekt ist, was mit der Zeit mit Sicherheit geschlossen wird. Das heißt, diese Bewegung, wenn wir sie denn bekommen sollten, aus dem Bärenmarkt wieder raus, die kann durchaus auch extrem impulsartig ablaufen, sollte hier aber Widerstand sein und der Markt uns wirklich dann hier Schwäche zeigen, wenn wir hier nochmal zurückkommen an die 3.850 Punkte, dann wäre das durchaus ein Zeitpunkt, den S&P 500 auch mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis zu shorten. Die Kursziele sind hier unten dann beim Bereich der Extensions, wie gesagt, 3.700, 3.650 oder 3.550. Das bringt uns dann auch in den Bereich der wichtigen 200er Moving Averages auf Wochenbasis. Der Nasdaq zeigt uns auf Tagessicht eine relativ ähnliche Entwicklung heute wie der S&P, aber auf Wochenchartbasis ist tatsächlich was Interessantes heute passiert. Wir haben den Support getroffen, der damals im Corona-Tief den Support dargestellt hat, nämlich den exponentiellen 200er Wochenschnitt. Auf dem sind wir heute aufgeschlagen. Das war so circa bei 11.360 Punkten. Wir sind da knapp drunter gedippt, konnten uns dann zuerst ein bisschen erholen, kommen diesen 200er Wochenschnitt aktuell jetzt aber wieder sehr, sehr nahe dem exponentiellen. Der Unterschied zu Corona ist, dass damals der Simple Moving Average 200, der hier in Grau ins Bild kommt, der war sehr viel näher dran an dem Exponentiellen. Das heißt, hier war wirklich ein Doppelsupport. Damals aktuell kann sich, falls wir jetzt hier im 200-Wochen-Schnitt wirklich Support finden, auch mittelfristig, kann sich diese Zone hier oder der Support in dieser Zone befinden zwischen eben den heute erreichten 11.300, aber auch bis runter auf 10.800 circa. Dort würden dann auch die entsprechenden Fibonacci-Extensions liegen. Das heißt, falls wir jetzt wirklich diese letzte kurze Aufwärtsbewegung voll auskorrigieren bis in die Extensions hinein, dann laufen wir in den Bereich zwischen 11.087 und 10.600 circa, also genau hier in den Bereich auch der Simple Moving Average 200 Wochenlinie. Einfach nur der Vollständigkeit halber, dass wir diese Marke auch mal auf dem Chart haben. Das Vor-Corona-All-Time-High beim Nasdaq waren 9.755 Punkte. Die Marke ist hier auch in Rot eingezeichnet. Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Charts heute ist der Volatilitätsindex, der VIX. Der ist heute massiv im Plus, 22,3% heute im Plus. Und vor allen Dingen, wir sehen jetzt auch hier dieses Monster-Gap, das der Volatilitätsindex heute hingelegt hat. Gestern, beziehungsweise von einem Freitagsschlusskurs von 27,7 heute im Hoch auf 35, knapp 34,5. Und auch hier ein riesiges Gap im Kurs. Das heißt, der Markt hat heute wirklich sprunghaft mehr Angst. Das sieht man ja auch an den extremen Abverkäufen, zu die wir jetzt gleich kommen und die wir jetzt gleich analysieren. Ganz wichtig jetzt hier aber den VIX im Blick zu behalten. Wir sind jetzt offiziell aktuell aus diesem Abwärtstrend ausgebrochen. Das heißt, das absolut bärische Szenario, was ich gleich im Wochenchart vom VIX zeigen will, ist jetzt aktuell in play. Wir brauchen jetzt hier noch zwei Voraussetzungen, dass das Ganze wirklich stattfindet. Das heißt, dass der VIX hier wirklich massiv ausbrechen kann und die Märkte wirklich in absolute Panik versetzen kann. Und zwar hier brauchen wir den Ausbruch aus 35 und dann letzten Endes den Ausbruch hier aus den 40, dann ist wirklich der absolute Panikmodus an den Märkten aktiviert. Und warum dieser Downtrend so wichtig ist, den schauen wir uns jetzt noch kurz im Wochenchart an. Und im Wochenchart sehen wir, warum dieser Abwärtstrend so wichtig ist, weil der VIX in den letzten Jahren immer in gewissen Zyklen abgelaufen ist. Wir hatten hier den Ausbruch im VIX und dann eben
den Abwärtstrend danach, wo sich die Volatilität über mehrere Jahre beruhigt hat. Hier 2018 zuletzt das gleiche Bild und hier jetzt 2020 eben der große Ausbruch im WIX, im Corona-Crash, als wir dann wirklich hier bis auf 85 hochgelaufen sind. Und ich sehe halt jetzt hier so eine gewisse Parallele zu damals. Wir sind heute auch per Gap nach oben aus dem Abwärtstrend ausgebrochen. Genau das gleiche hat der WIX damals auch 2020 gemacht. Das muss jetzt nichts heißen. Es ist jetzt einfach nur eine Parallele zu dem, was damals passiert ist. Der WIX, wir sehen es hier ganz deutlich, er muss hier aus den 35 ausbrechen und er muss hier aus den 40 ausbrechen. Wenn das passiert, hat der Markt definitiv das Potenzial, extrem zu crashen. Das muss man wirklich einfach auch ganz deutlich so sagen. Und das sind jetzt einfach, ich habe es euch gesagt, wenn gewisse Dinge passieren, dann werde ich meinen Ton auch ändern und dann muss ich einfach auch bärischer werden, weil sich dann die Gegebenheiten einfach entsprechend entwickeln. Und aktuell sind wir jetzt in einer Phase, vor allen Dingen mit diesem ausgebrochenen Volatilitätsindex, wo wir einfach wirklich extrem vorsichtig sein müssen. Wir kommen zum Bitcoin im 8-Stunden-Chart und schauen jetzt hier diese extreme Chart-Situation an, die wir seit gestern Abend sehen. Ich hatte es noch kurz gesagt, wenn wir hier auf Wochenschlussbasis gestern Abend nicht zurückkommen in den Bereich von 28.500, dass dann noch gewisse Downside droht im Bitcoin, dass es jetzt allerdings so schnell gegangen ist, das hatte ich auch nicht kommen sehen, absolut nicht. Das hat mich heute auch sehr überrascht. Es hat natürlich aber auch gepasst, dass wir heute wirklich nochmal ordentlich negative Presse bekommen hatten zum Bitcoin, unter anderem von Binance die Meldung mit den Bitcoin-Auszahlungen, die gestoppt wurden und auch dann die Geschichte mit dieser Celsius-Plattform, wo ja offensichtlich einige Probleme sind. Insofern hier heute auch negative Presse und das hat natürlich diesen Abverkauf dann auch noch zusätzlich beschleunigt. Wir sehen jetzt auch hohes Volumen, wirklich extrem hohes Volumen, wenn wir uns hier den Vergleichsbereich anschauen und heute wirklich hier oben im Volumen die Spitzen gesehen haben. Das heißt wirklich sehr, sehr viel Volumen. Da war richtig Dampf drauf. Da sind einfach sehr viele Positionen liquidiert worden auf dem Weg nach unten. Support hat dieser Abverkauf gefunden hier im Bereich, wo ich eingezeichnet hatte von 22.500. Das war so ein bisschen Widerstand beim ersten Push nach oben. Insofern durchaus nicht überraschend, dass wir jetzt hier so einen gewissen Zwischensupport gefunden hatten. Auch eine kleine Rallye jetzt nach drei fetten roten 8-Stunden-Kerzen, so ein bisschen eine Rallye gesehen haben. Aber was wir jetzt hier auch sehen, der Bitcoin prallt jetzt hier gerade ab an der oberen, am oberen Bereich der Zone. Die 24.000, die waren auch so ein bisschen relevant 2020. Insofern ist der Bitcoin jetzt hier in dieser Zone gefangen und wir müssen da halt einfach genau drauf schauen. Kann er sich hier durchretten, dann ist durchaus möglich, dass wir auch nochmal auf die 25 oder sogar ein bisschen höher steigen, um hier gewisse Widerstände anzutesten. Aber wenn der Bitcoin jetzt hier wirklich nochmal durchbricht aus dieser Zone um 22.500, dann hält den Markt absolut nichts mehr auf, hier dieses Zyklus-Tief im Endeffekt anzutesten oder halt auch gar zu brechen im Zweifelsfall. Ich hatte mal vor ein paar Monaten ein Video gemacht zum Thema Bitcoin $100.000. Du kannst ruhig mal schauen in der Playlist, da findest du das. Da bin ich drauf eingegangen, dass es auch einen ultimativen Bear Case gibt, in dem der Bitcoin durchaus auch bis auf 12.000 abverkaufen konnte. Also insofern haben wir hier durchaus noch Downside-Potenzial. Ich habe aber erste kleine Positionen jetzt heute auch zugekauft. Ich muss wirklich sagen, ich habe hier im Bereich um 22.000, 23.000 heute ein bisschen zugekauft. Bitcoin und Ethereum, allerdings für mich langfristige Positionen, die ich Minimum ein Jahr halten will, die ich auch länger halten kann, wenn es sein muss, wenn der Bitcoin wirklich länger braucht, um wieder zu steigen, weil ich will hier auf jeden Fall die Steuerfreiheit nutzen nach 12 Monaten und ich muss auch sagen, ich habe nach wie vor circa 70% Cash in der Wallet, einfach, dass ihr das ein bisschen ins Verhältnis setzen könnt. Das heißt, ich habe heute hier angefangen, ein bisschen aggressiver zuzukaufen. Ich denke auch, dass man hier langfristig, wenn man an den Bitcoin glaubt, nicht wirklich viel verkehrt macht, wenn man hier im niedrigen 20er-Bereich anfängt, erste Position aufzubauen. Aber habe definitiv die Downside auf dem Schirm. Es braucht momentan nicht viel an negativen News, um den Bitcoin wieder in absolute Panik zu versetzen. Bevor wir zur Amazon-Aktienanalyse kommen, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Like da, dass das Video wirklich möglichst vielen Leuten präsentiert wird und abonnier auch den Kanal, dass du in dieser wichtigen Marktphase jetzt immer auf dem Laufenden bist. Wir kommen zum Wochenchart der Amazon-Aktie und machen uns mal ein übergeordnetes Bild über die aktuelle Situation in diesem Chart. Wir sehen hier den Bereich seit ca. 2018. Dort hat die Amazon-Aktie mehrere Hochs ausgebildet, 2018 und 2019 im Bereich von $100, damals $2.000. Die Amazon-Aktie hatte ja hier vor kurzem einen 20:1 Aktiensplit, wo der Kurs durch 20 geteilt wurde.
Wir sind dann hier 2020 nach dem Corona-Crash ausgebrochen und sind hier wirklich lange Zeit dann auch seitwärts gegangen in der Amazon-Aktie, hatten dann hier ein Doppeltop im Chart und seitdem ging der Abverkauf extrem los. Wir schauen uns gleich diesen gesamten Bereich auch im Daily-Chart sehr, sehr genau an und vor allen Dingen auch hier die aktuelle Situation und wie es hier jetzt im Amazon-Chart wirklich weitergehen kann. Übergeordnet kann man sagen, hat der MACD jetzt hier im Wochenchart sehr, sehr hohes negatives Momentum und auch der RSI ist im Bereich der Überverkauftheit. Wir waren hier zuletzt noch ein bisschen tiefer. Im Prinzip kommt es jetzt hier wirklich drauf an, wie der Kurs sich weiterentwickelt. Man könnte jetzt sagen, man hat hier Potenzial nochmal durchzubrechen, aber wenn der Kurs jetzt hier wirklich Support finden sollte bei den $100, dann hat man natürlich auch ein Argument dafür zu sagen, wir hätten hier eine gewisse bullische Divergenz im Wochen-RSI. Allerdings müssen wir jetzt hier wirklich die Entwicklung abwarten, wie sich der Amazon-Kurs jetzt hier weiterentwickelt. Dazu schauen wir uns jetzt auch gleich den Daily-Chart an, um abzuschätzen, wie es hier kurzfristig weitergehen könnte. Übergeordnet muss man natürlich sagen, hat die Amazon-Aktie schon stark korrigiert. Man sieht es hier auch im Wochenchart. Wir sind jetzt wieder bei circa 46% Kursverlust seit dem All-Time-High und wir haben hier natürlich ein absolut starkes Unternehmen mit Amazon. Das heißt, wer hier wirklich langfristige Positionen eingehen möchte, wir sind jetzt auch deutlich unterhalb der 200-Wochen-Linie und wer hier wirklich einen langen Horizont hat, der kauft natürlich schon ein Unternehmen mit einer extrem gewaltigen Marktposition zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Allerdings darf man hier wirklich nicht aus den Augen verlieren, dass wir hier locker, wenn wir nach links schauen, und hier sagen wir, laufen hier in diese Supportzone rein, die wir hier angezeichnet sehen, oder hier in diese Widerstandszone. Das heißt, hier in diesem Chart, so in dem Bereich von ca. $85, dann reden wir halt einfach nochmal schnell von einer Downside von ca. 20-22%. Und das muss man sich einfach auch klar machen. Wer jetzt hier einsteigt, der steigt ein für langfristige Positionen und plant aber auch durchaus ein, dass er mit diesen Positionen zumindest kurz- und mittelfristig auch nochmal ins Minus kommt. Wer die ganze Sache wirklich sicherer spielen will, der sollte hier definitiv jetzt abwarten, wie der Kurs sich um den Bereich von $100 verhält. Ob wir hier wirklich nochmal drunter müssen, dann denke ich, könnte es auch nochmal härtere Abverkäufe geben, weil so richtig viel Support, ja gut, hier bei $90, das heißt, die nächsten 10% Abverkauf könnten dann relativ schnell gehen. Dann denke ich, würde die Aktie nochmal Support finden. Das heißt, hier, wer jetzt das Ganze sicher spielen will, der wartet aktuell noch und bleibt an der Seitenlinie. Und wer wirklich einen langen Horizont hat und auch vorhat, in mehreren kleinen Tranchen einzusteigen, der kann natürlich jetzt hier anfangen, die ersten kleinen Positionen, vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Aktienkurs, bietet sich das ja auch an, wirklich die ersten kleinen Positionen in den Markt zu legen. Wir kommen zum Tageschart der Amazon-Aktie und sehen hier die aktuelle Entwicklung. Wir hatten ja hier am 6. Juni den Stocksplit in der Aktie, hatten in den Stocksplit hinein eine massive Rallye gesehen, 27% in 13 Handelstagen. Hier hat der Markt wirklich mit voller Euphorie den Stocksplit gekauft, aber dann danach auch genauso rapide abverkauft. Wir sehen seit diesem Handelstag zum heutigen Kursstand einen Abverkauf von ca. 21%. Das heißt, der Markt ging hier wirklich rapide nach unten. Das sehen wir auch immer wieder, dass solche Stocksplits dann im Endeffekt als Abverkaufsgelegenheit dienen. Allerdings, dass es so hart ausfällt, das liegt natürlich an der Entwicklung im Gesamtmarkt. Vor allen Dingen, dass die letzten beiden Handelstage jetzt hier so kollabiert sind. Das liegt natürlich daran, dass die Indizes so eingebrochen sind, so extrem eingebrochen sind. Und wir sehen Amazon jetzt hier am wichtigen Support bei $100. Das war zuvor der Support von $2000, der war schon extrem wichtig. Und jetzt natürlich hier auch die psychologische Marke von $100, die hier zum Tragen kommt. Ca. $100 bis $102 ist diese Supportzone. Wenn wir hier zurückblicken, dann sehen wir, dass wir hier so in diesem Bereich dieser ehemaligen Hochs unterwegs sind von 2019. Ich hatte es gerade im Weekly Chart schon angesprochen. Da ist der Chart jetzt aktuell als Support angekommen. Die Frage wird jetzt sein, ob das dem Markt wirklich reicht als Support oder ob wir hier nochmal drunter müssen. Das kann man jetzt aktuell einfach auch noch schwer abschätzen, weil wir dazu einfach wissen müssen, was die Fed machen wird. Ob die Fed wirklich am Mittwoch jetzt aggressiv zulangen wird und die Zinsen schärfer erhöhen wird oder ob sich Jerome Powell in der Pressekonferenz dann eben enger oder schärfer äußern wird zur Finanzpolitik, zur anstehenden Finanzpolitik, dann kann die Amazon-Aktie definitiv auch nochmal abverkaufen. Da würde sich dann eventuell auch eine Short-Gelegenheit bieten, wenn wir hier kurz durchbrechen, unter die 100 nochmal einen Backtest bekommen, dann könnte man hier schön einsteigen für einen Short-Trade mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis, weil man sich wirklich oberhalb dieser $102, $103 dann wieder ausstoppen müsste, weil dann einfach die Upside sehr, sehr groß ist. Aber wir sehen hier auf jeden Fall jetzt das Potenzial für einen Short-Trade bei der Amazon-Aktie, wenn wir hier den Durchbruch bekommen, aber natürlich auch, wenn
diese $100 hier jetzt ein weiteres Mal Support sind, dann sehen wir auch Potenzial für eine massive Upside. Ich würde mich jetzt hier aktuell einfach kurzfristig als Trader überhaupt nicht positionieren, auch wegen dem hohen VIX. Sobald die Volatilität über 35 ist, würde ich einfach Swing Trades komplett ignorieren. Das Thema kann eigentlich fast nur nach hinten losgehen, wenn die Märkte so extrem volatil sind, wie sie aktuell sind. Wer sich allerdings hier, wie gesagt, langfristig positionieren will, der, denke ich, bekommt Amazon, also einen absoluten Giganten, hier durchaus für eine einigermaßen faire Bewertung, sollte hier aber auch noch nicht zu viel reingehen. Ich habe Amazon auch bei mir im langfristigen Depot, habe hier aber erst so circa 30% der Position investiert, die ich am Ende halten will. Das heißt, wenn es für mich hier nochmal ein bisschen abwärts geht, dann würde ich nochmal nachkaufen, um die Position wirklich dann komplett aufzubauen. Das heißt, das kann ich momentan auch empfehlen. Eine erste kleine Position langfristig kann man sich bei Amazon mit Sicherheit kaufen auf aktuellem Niveau. Allerdings würde ich aktuell einfach auch noch überhaupt nichts zu aggressiv kaufen. Cash ist nach wie vor King, denn wir wissen einfach derzeit nicht, wie tief die Märkte noch abverkaufen. Und im Umkehrschluss, wenn wir dann das Signal von der Fed wirklich bekommen, dass der Boden erreicht ist und dass die Fed auch wieder unterstützend sein wird, wann immer das sein wird, das merken wir dann so oder so. Und da spielt es dann im Zweifelsfall auch keine Rolle, ob man dann das ein oder andere Prozent nach unten liegen lässt. Das heißt, ich würde mich jetzt hier aktuell noch nicht zu aggressiv positionieren. Wer Titel hat auf der Watchlist, wie ich gestern gesagt habe im Video, macht euch eine Watchlist, und wer wirklich Titel hat, die er immer schon haben wollte im Depot, der kann natürlich jetzt langsam anfangen, erste kleine Positionen zu kaufen, aber immer die Downside auf dem Schirm haben, die kann, wenn die Märkte nochmal richtig verrückt spielen, auch in Einzelfällen sehr, sehr extrem ausfallen. Abschließend der Blick auf den Kurs-Gewinn-Verhältnis-Chart der Amazon-Aktien. Hier sehen wir natürlich schon im Vergleich seit 2016, dass Amazon derzeit durchaus günstig bewertet ist. Wir waren hier zuletzt im Februar, März bei einem Tief im KGV von 42, sind jetzt aktuell wieder bei 50. Das heißt, wir haben jetzt hier kurzfristig noch so circa 15% Downside-Potenzial in der Bewertung der Aktie. Allerdings, wenn wir natürlich in eine größere Rezession rutschen, dann ist nicht ausgeschlossen, dass wir Amazon auch mal für ein günstigeres KGV bekommen. Warum soll Amazon nicht mal für ein KGV 35 oder 30 auch handelbar sein? Deswegen aktuell erste kleine Einstiege kann man sicherlich vertreten auf dem Niveau, nicht zu aggressiv reingehen, weil diese Downside kann durchaus heftig ausfallen, und dann ist es natürlich sehr, sehr genial, wenn wir dann wirklich nochmal richtig tief kommen sollten, wenn man dann Pulver trocken hat, um richtig nachlegen zu können. Das heißt, schaut euch wirklich die Bewertung an. Amazon ist ordentlich zurückgekommen, hat demnach natürlich auch Aufwärtspotenzial, aber aktuell nicht übermütig werden, auf gar keinen Fall zu übermütig werden und wirklich, wenn dann, nur kleine Tranchen kaufen. Das war's mit der heutigen Marktanalyse. Abonnier auf jeden Fall den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase immer auf dem Laufenden bist. Ich bedanke mich wie immer vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage ciao.